Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Büsum-Mitglieder, die Lage in Deutschland ist zum Glück nicht bestimmt von der Lage in Deutschland. Ich glaube, das ist erstmal das Optimistischste, was man sagen kann. Und ich denke, wenn meine Bemerkungen einen gewissen Bogen erreicht haben, wird Ihnen auch deutlich sein, warum die Büsum, obwohl wir numerisch noch eine kleine Kraft sind, aber trotzdem ideenmäßig sind wir wirklich der wichtigste Faktor in diesem Land. Und das wird sich, das wage ich jetzt mal als Wahlprognose, innerhalb dieses Jahres erweisen. Also Sie können mich gerne im September nochmal darauf ansprechen, dass ich das gesagt habe, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Entwicklungen, die weltweit im Augenblick stattfinden, so sehr auf die innerpolitische Lage in Deutschland einwirken werden, dass sich hier alles ändern wird. Und das ist auch ganz dringend nötig, weil ich würde vielleicht den Umstand, dass jetzt der Fokus veröffentlicht hat, dass Frau Merkel mehrere Male, ich glaube 2015 schon in London war und sich dort mit den britischen Geheimdiensten getroffen hat, während sie das nicht bisher mit den deutschen Geheimdienstchefs getan hat, um sich zu erkundigen, wie es um die Sicherheit, das ist zumindest die offizielle Geschichte, in Bezug auf Terrorismus und so weiter bestellt ist, was offensichtlich ein ganz schöner dicker Klops ist, weil das ist immerhin dieselben Geheimdienste, die Frau Merkel abhören. Das sind dieselben Kräfte, die im Augenblick versuchen, Trump dazu zu kriegen, die Politik von Obama weiter fortzuführen. Und das ist ja auch in Kohärenz damit, dass die Frau Merkel nach der Bombardierung von Syrien durch die USA vor kurzem sofort sich geäußert haben. Dafür hätte man vollstes Verständnis, was wirklich eine Ungeheuerlichkeit ist. Also wir haben einiges zu korrigieren und die Orientierung der Büsum, und das wird unser Hauptthema sein im kommenden Wahlkampf, wird es sein, die Bundesrepublik Deutschland so zu beeinflussen. Der Wahlkampf gibt einem dazu wirklich vielfältige Gelegenheit, weil die Leute sind politisiert, sie wollen sich informieren, sie machen Veranstaltungen, dass wir den Kurs der deutschen Politik wegkriegen von der blinden Unterstützung aller militärischen Abenteuer der Briten und leider jetzt zum Teil von Trump auch. Und dass wir stattdessen ein Shift erzeugen, ein Wandel, dass Deutschland sich ganz bewusst auf die Seite der Belt and Road Initiative, also des Seidenstraßengürtels oder Belt and Road Wirtschaftsgürtel Seidenstraßeninitiative, ich weiß jetzt nicht, was die letzte deutsche Übersetzung am besten ist. Das heißt, dass wir uns vollkommen strategisch neu orientieren. Und das ist absolut im Bereich des Machbaren. Ich will vielleicht, bevor ich auf diese Alternative komme, doch ein paar Worte zu der Lage in den USA sagen. Das wird zwar Harley ausführlicher tun, aber ich komme gerade aus den USA. Ich war bei einer sehr wichtigen Konferenz in New York. Die hatte zum Thema die USA und China. Die USA sollen der neuen Seidenstraße beitreten. Und das war also eine sehr, sehr wichtige Konferenz, weil wir hatten also dort die stellvertretende Generalkonsulin der chinesischen Botschaft in New York, den Charge d'Affaires der russischen Botschaft und die alle den höchsten Respekt ausgesprochen haben für das, was wir in den USA machen. Das heißt, wenn ich wir sage, dann meine ich damit die Organisation von meinem Ehemann, LaRouche Peck, weil wir haben in den USA praktisch eine sehr, sehr umfangreiche Mobilisierung. Wir haben von Anfang an gesagt, wir unterstützen nicht Trump, sondern wir wollen Trump in die richtigen Fahrwässer bringen. Nun,
wie gesagt, Trump ist im Augenblick in einem riesen Battle, also in einem riesen Kampf, weil als Trump die Wahl gewonnen hat, war ja die ganze Welt mehr oder weniger perplex und überrascht. Und praktisch von Stunde Null fing eine unglaubliche Kampagne an der westlichen Medien, der sogenannten Mainstream-Medien, der Politiker, des transatlantischen Establishment. Und die haben also auf Trump eingeprügelt und Töne benutzt, wie ich das in der Politik gegenüber einem gewählten amerikanischen Präsidenten noch nie gehört habe. Also er wurde als unfähig, als Diktator, als die Wahl gestohlen durch Russland. Also es ging unheimlich los. Und naja, sofort haben wir dann ja auch gesehen, dass der britische Geheimdienst inzwischen zugegeben hat, dass sie schon 2015 angefangen haben, angebliche Beweismaterialien zu sammeln, dass das Team von Trump engste Beziehungen hat zu Putin, zu Russland und dass im Grunde russische Hacker die Wahl gestohlen hätten von Hillary Clinton und überhaupt, also dass quasi Trump der Kandidat Russlands sei und so fort. Und naja, und jetzt stellt sich eben heraus, dass also der britische Geheimdienst von vornherein diese sogenannten Fakten produziert hat, die an die amerikanischen Geheimdienste gespielt hat. Die haben das dann wiederum mit den Medien orchestriert in den USA selbst. Und naja, und das wurde eben von der Leyen, Merkel, die haben das also alle wiederholt. Und naja, und es war jetzt völlig klar, warum hat man auf Trump so reagiert, weil Trump natürlich hatte versprochen im Wahlkampf, er wird keine Interventionskriege mehr führen, er wird nicht mehr praktisch, er wird versuchen, das Verhältnis zu Russland und China in Ordnung zu bringen, er will Glass-Steagall einführen. Und dann später, als er schon Präsident war, hat er gesagt, er will zum amerikanischen System der Wirtschaft zurückkehren, also zu der Wirtschaftstheorie der amerikanischen Revolution. Washington, Alexander Hamilton, Henry Clay, Henry Carey, Lincoln. Und also es war, und er hat vor allen Dingen gesagt, er will das Raumfahrtprogramm wiederbeleben, und zwar mit fast denselben Formulierungen, wie das damals von John F. Kennedy gemacht wurde. Und naja, das waren also alles Dinge, die vom Standpunkt der transatlantischen Geopolitik ein absolutes also Nein bedeuteten. Deshalb fingen diese Attacken absolut an. Naja, und dann kam eben dieser Gipfel zwischen Xi Jinping und Trump am 6. und 7. Mai in Florida, worüber ich gleich mehr erzählen werde. Aber in der Nacht zwischen den beiden Tagen, also von Freitag auf Samstag, hat dann Trump die syrische, das syrische Dorf Khan Shakun in Idlib angegriffen, angeblich weil Assad Chemiewaffen eingesetzt hätte gegen die Rebellen. Und naja, und das ist eben jetzt ein wirkliches Phänomen, über das ich Sie bitte nachzudenken, weil dieselben Medien, dieselben Politiker, die noch eine Stunde vorher gesagt haben, dieser unmögliche, schreckliche Präsident, so schnell wie möglich soll er aus dem Weißen Haus verschwinden, durch Mord, durch Amtsenthebung oder durch Coup. Diese Leute sind wie ein Chor international auf beiden Seiten des Atlantiks eingestimmt. Wunderbar, ein großartiger Kriegsherr, fantastischer, hat das fantastisch gemacht. Und seitdem sind die wirklich auf der Linie, dass der Trump wirklich genau das macht. Und naja, jetzt stellt sich eben heraus, dass dieser Gift oder dieser Militärschlag wegen angebliches Einsatz von Chemiewaffen aller Vorhersicht nach ist nicht von der Assad-Regierung gemacht worden,
Also das erstmal von der vom Motiv her, warum soll Assad sowas machen? Er war dabei, an allen Fronten in Syrien zu gewinnen. Russland hat unendlich viel investiert, um praktisch 2013 die Assad-Regierung zu überreden, alle Chemiewaffen zu entfernen. Und noch vor 2, 3 Monaten hat Susan Rice damals gesagt, nein, Assad hat keine Chemiewaffen mehr. Aber sofort wurde die Linie ausgegeben, dass eben Assad das war. Und inzwischen sind also viele, viele Stimmen. Also erstmal Assad selbst hat gesagt, es gab keinen Zwischenfall. Es gab auch nicht, wie die ursprüngliche Vermutung der Russen war, dass es ein versehentlicher Angriff war auf ein Depot der Rebellen, sondern es war eine Fake News, eine vollkommen erfundene Geschichte. In der Zwischenzeit hat ein sehr namhafter Nuklearwissenschaftler von MIT, ein Professor Ted Postol, 4 wichtige Analysen veröffentlicht, warum es absolut nicht sein kann, dass dieses Video echt ist. Also erstmal kommt das Video von einer Organisation, die heißt White Helmet. Das ist eine Organisation, die wird ausschließlich von Großbritannien, vom Verteidigungsministerium und den USA finanziert. Und die sind schon bereits auffällig geworden, dass sie mit Al-Qaida in der Vergangenheit kollaboriert haben. Und die haben dieses Video produziert. Und naja, und dieser Ted Postol hat eben jetzt viele Argumente entwickelt, warum, also erstmal, wenn es Sarin-Nervengas gewesen wäre, dann hätten die Leute, die auf dem Video zu sehen sind, Masken tragen müssen, das wäre eine Verseuchung der ganzen Region gewesen, die Bilder stimmen nicht überein. Also er hat da eine ganze Reihe von Argumenten gemacht. Und dasselbe wurde natürlich sofort von der russischen Regierung, Putin, Lavrov, gesagt. Und die haben genauso wie die Chinesen verlangt, dass die UN unabhängige Experten an den Ort schicken soll, damit die untersuchen, ob das wirklich so passiert ist. Weil die Spuren davon bleiben lange. Die kann man also, das kann man nicht verwischen, weil, wenn erstmal eine Untersuchung da ist. Nun hat die Organisation, die dafür zuständig ist, die OPCW, das ist die Organisation zur Verhinderung des Einsatzes von Chemiewaffen, die haben sofort gesagt, nein, das war der Assad. Nun stellt sich heraus, die beiden Führer davon sind Briten. Und die waren nicht einen einzigen Tag dort und haben aus einer Ferndiagnose quasi gelesen, dass der Assad war. Das ist natürlich, also perfekt, weil jetzt ist Trump in einem direkten Konfrontationskurs mit Russland und es gab jetzt bei der jüngsten Sitzung des UN-Sicherheitsrats ein wirkliches Geschrei zwischen dem britischen Botschafter und dem russischen Botschafter, weil der britische Botschafter alle Versuche der Verständigung sabotiert hat, sodass dann der neue russische Vertreter in der UN-Mission, Safronkov, danke. Der hat also dann in der entscheidenden Situation den Briten angebrüllt und sagt, hier, alles, was Sie können, ist sabotieren. Ihre ganze Absicht ist zu verhindern, dass es zu einer guten Zusammenarbeit zwischen USA und Russland kommt. Und naja, und wenn man dann sich anschaut, wie es zu dieser Sache gekommen ist, der General Mattis war unmittelbar danach oder in dieser Zeit in London, hat sich mit dem britischen Verteidigungsminister Fallon getroffen und dieser Fallon hat dann zugegeben, hat gesagt, wir haben alles mit den USA im Detail abgestimmt und quasi die haben diesen ganzen Angriff instigiert. Also, was spielt sich da ab? Wir haben es mit einer Möglichkeit zu tun, dass zwischen den USA und Russland das Verhältnis sich bessern könnte. Dasselbe zwischen USA und China.
Und warum, um Gottes Willen, soll irgendjemand da dagegen sein? Warum soll jemand da sich so dagegen stellen? Und das ist die Frage, die wir hier in Deutschland auch den Parteien stellen müssen, den Grünen, den FDP, den CDU, SPD, die alle sich auf die Seite der Briten gestellt haben. Weil das kann nicht im deutschen Interesse sein, eine Kriegspolitik zu unterstützen. Jetzt ist natürlich nicht nur die Lage hochdramatisch, sondern auch die Lage mit Nordkorea, wo im Grunde, ja, also wenn man hier den Medien folgt, dann ist es so, dass also dieser Präsident von Nordkorea vollkommen unberechenbar ist und der provokant und der provoziert. Wenn man sich aber die Chronologie der Entwicklung anschaut, dann ist es so, dass im Grunde die Fortsetzung der Politik der Obama-Administration, die Idee, in Südkorea THAAD-Raketen stationieren zu wollen, wo sowohl Russland als auch China schon gesagt haben, dass es das nationale Interesse ihrer beiden Staaten betrifft, weil die Reichweite dieser sogenannten Raketenabwehrsysteme weit in das Territorium von Russland und China reicht. Und im Grunde ist alles, was Nordkorea macht, eine Reaktion auf die Entsendung der THAAD-Raketen und der sehr großen Manöver zwischen USA, Russland und Japan in dieser Region. Und naja, jetzt ist also beide Situationen und potenziell sogar auch noch die Ukraine sind Flashpoints, also sind Krisenherde, die absolut immer noch das Potenzial haben, zum Dritten Weltkrieg und damit zur Auslöschung der menschlichen Gattung zu führen. Das muss uns wirklich absolut klar sein, dass wir nicht mit geopolitischen Spielen zu tun haben, sondern dass wir es mit der potenziellen Vernichtung der menschlichen Gattung zu tun haben. Okay, das ist die Lage, das können wir gerne in der Diskussion weiter vertiefen. Das Problem ist, dass in Deutschland die Existenz des britischen Empires oder dass es überhaupt noch sowas gibt wie ein britisches Empire vollkommen ausgeblockt wird. Also da ist eine Denkschranke. Und deshalb haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir kurze Videos produzieren auf YouTube, wo wir sowohl von der aktuellen Rolle, wie die Briten praktisch versuchen, Trump auf diesen Kriegskurs zurückzukriegen, als auch von der historischen Seite, das wirklich zu beleuchten und das zu stoppen. Also diese Politik muss gestoppt werden, weil wenn Trump in das alte Muster zurückfällt von Bush, Cheney, Obama, Hillary, dann ist bei der Weltlage wirklich die Gefahr, dass es zum Letzten kommt, absolut riesengroß. Auf der anderen Seite ist das Potenzial, dass wir auch Trump nochmal auf einen guten Kurs kriegen, absolut da. Und das wird in Deutschland eben auch nicht gesehen, weil die Mainstream-Medien, also die sogenannten Qualitätsmedien oder wie auch immer man sie nennen soll, die natürlich alle auf also ein Trump-Bild erzeugt haben, was so auch nicht stimmt. Weil Trump ist mit Sicherheit jetzt nicht der Wunschkandidat von Baron von Knigge. Ich will auch gar nichts über seine Umgangsformen sagen. Aber er hat bisher einige Dinge gemacht, die wirklich sehr gut sind. Und unter anderem eben auch das Verhältnis zu China auf den Weg gebracht, was wirklich von meinem Standpunkt der wichtigste strategische Faktor ist. Und zwar gab es ja am Anfang April dieses Treffen mit Xi Jinping in Mar-a-Lago in Florida auf dem Privatanwesen von Trump. Und das Gute ist, dass die beiden sich hervorragend verstanden haben, dass sie vier Kategorien von Zusammenarbeit beschlossen haben, Wirtschaftszusammenarbeit, Cybersecurity, Kulturaustausch und noch irgendein drittes. Aber jedenfalls haben die permanent jetzt Telefonkontakt, auch eben gerade jetzt zur Nordkorea-Krise. Der neue Außenminister Tillerson war in China, war in Moskau
Und gerade auch nach dem Schlag gegen gegen Syrien war Tillerson in Moskau und hat also mit Putin sich getroffen. Und also das ist noch ein Potenzial, was also zurückschwingen kann. Also das ist keineswegs so, dass jetzt schon das Kind verloren ist oder in den Brunnen gefallen ist. Aber es ist eine extrem schwierige Lage. Okay, was ist jetzt die Lage aus dieser Krise heraus? Sie wissen alle, nehme ich mal an, dass die Büsow sich mit der neuen Seidenstraße seit 26, 27 Jahren beschäftigt. Und zwar war das unsere Politik als Antwort auf die Desintegration der Sowjetunion, eigentlich schon früher, weil mein Mann hat 1984 bereits die Prognose gestellt, dass wenn die Sowjetunion bei ihrer damaligen Wirtschaftspolitik bleiben würde, die darauf zielte, eine militärische Überlegenheit über den Westen zu bekommen, dass sie dann aus Gründen der internen Schwächung der eigenen Wirtschaft in 5 Jahren untergehen würde. Und das hat damals meines Wissens niemand gesagt. Also niemand ist davon ausgegangen, dass die Sowjetunion sich auflösen würde oder verschwinden würde. Aber wir haben die wirtschaftliche Entwicklung im Comecon ganz genau untersucht und haben 1988 hier in Berlin im Kempinski-Hotel eine Pressekonferenz gemacht, wo mein Mann gesagt hat, die Wiedervereinigung Deutschlands steht kurz bevor, Berlin wird die Hauptstadt, und hat dann einen Plan vorgeschlagen, wie der Westen mit westlicher Technologie den Staaten im Comecon, die in Schwierigkeiten geraten war, helfen könnte, ihre Wirtschaft zu transformieren. Das hat niemand geglaubt, aber genauso kam es 1989, als die Mauer fiel, waren wir die Einzigen, die schon einen Plan hatten, was man tun soll. Wir haben nämlich diesen Gedanken von meinem Ehemann weiterentwickelt und haben das damals genannt, das produktive Dreieck Paris, Berlin, Wien. Wenn Sie sich das auf der Karte vorstellen, das ist eine Region von der Größe Japans mit der höchsten Industriekapazitätsdichte weltweit. Damals war es das auf jeden Fall. Und wir hatten den Plan, dass man durch Investitionen in Innovation, in die Avantgarde-Technologien, wie zum Beispiel Transrapid, Kernfusion, Crash-Programm, das Sänger-Projekt, so eine Art Doppel, also Rakete und Flugzeug, mit dem man praktisch die Raumfahrt hätte revolutionieren können, dass man die Produktivität dieses Wirtschaftsraums durch Investitionen in Wissenschaft und Technologie steigert und dann diese angestiegene Produktivität in der Form von Transport- und Entwicklungskorridoren in den Ostblock hineinführt. Also von Berlin nach Warschau, nach Kiew, nach Moskau, in den Balkan. Und dieses Konzept des produktiven Dreiecks hätte damals wirklich den ungeheuren Nutzen gehabt, dass man die existierenden industriellen Kapazitäten des Comecons, die ja absolut wertvoll waren. Also wenn Sie nochmal an die Industriekapazitäten zum Beispiel der Tschechoslowakei denken, das war Top-Industriekapazitäten, die nur vom Standpunkt des Weltmarktes obsolet waren, hätte man die aber auf ein Planton gesetzt und nach Afrika geschippt. Jedes Land in Afrika wäre heilfroh gewesen, diese Kapazitäten zu haben. Und mit unserem Konzept hätte man die aufgebraucht, um die Infrastruktur des Ostens zu entwickeln. Und das war ein perfekter Plan. Wir sind damals zur Leipziger Messe gegangen und haben mit all den Vorstandsvorständen gesprochen. Die haben gesagt, ja, wir müssen jetzt die Regierungen kriegen, das ist genau richtig, aber für ein Unternehmen ist das zu groß. Sie wissen, dass damals Margaret Thatcher die Vierte Reich-Kampagne hatte gegen Deutschland, auch ein typischer Fußabdruck des britischen Empires. Bush
Senior wollte die Eindämmung Deutschlands. Sie wollten auf keinen Fall, dass Deutschland eine Sonderbeziehung zu Russland entwickelt. Mitterrand hat verlangt, dass Deutschland die D-Mark aufgibt als Preis für die Wiedervereinigung. Und deshalb ist dieser Plan damals nicht verwirklicht worden. Aber wir haben dann, als die Sowjetunion 1991 sich aufgelöst hat, dieses Konzept einfach verlängert. Das produktive Dreieck von Europa durch Infrastrukturkorridore nach Asien zu verlängern. Und wir haben schon 1991 die erste Studie gehabt, die Eurasische Landbrücke, die neue Seidenstraße. Das war die Grundidee, dass man die Bevölkerungs- und Industriezentren Europas durch Entwicklungskorridore mit denen Asiens verbindet. Und explizit war das auch unsere Idee einer Friedensordnung für das 21. Jahrhundert, weil die Idee, dass wenn alle Staaten Eurasiens enge wirtschaftliche Kooperation beginnen und verstärken, dass dann natürlich auch die Kriegsursachen sich allmählich auflösen, weil das höhere Interesse der gemeinsamen Entwicklung sollte eben auch als Friedensinzentive dienen. Naja, das war so 1991, wir hatten hier in Berlin eine große Konferenz mit 1000 Menschen oder so. Es war also eine Riesenkonferenz mit unheimlich vielen Gästen aus Russland, aus Osteuropa, Top-Sprecher von allen Institutionen. Das wäre eigentlich wirklich das gewesen, was man hätte machen sollen in der Situation. Naja, und es wurde ja auch versprochen, Gorbatschow, dass die NATO nie an die Grenzen Russlands ausgeweitet wird. Es wurde versprochen, keine Truppen an die russischen Grenzen zu schicken und so fort. Naja, wir haben also dieses Konzept dann allen Regierungen Eurasiens vorgeschlagen. Und die einzige Regierung, die positiv darauf reagiert hat, war China. Und zwar haben die eine große Konferenz organisiert in Beijing, allerdings mit 2,5 Jahren Verspätung, weil der damalige Chef oder Vizepräsident der EU, Sir Leon Britton, hat also viele Gründe gefunden, warum die Konferenz immer wieder verschoben werden musste. Und auch seine Rede in Beijing war dann dementsprechend, dass das nie was wird, weil all die Konflikte entlang der Route ausbrechen würden und es würde also auf keinen Fall klappen. Also die Briten wollten das nicht. Warum? Weil natürlich Geopolitik besteht darauf, dass man divide and conquer, dass man also teile und herrsche, dass man also immer Konflikte der verschiedenen Nationen gegeneinander schürt, um damit die Kontrolle zu behalten. Naja, jedenfalls haben wir unbeachtet dessen einfach dieses Konzept immer weiter ausgebaut, einen Entwicklungsplan für Afrika, einen Entwicklungsplan für Lateinamerika. Wir haben schon früher mit López Portillo zusammengearbeitet, mit Indira Gandhi, einem 40-Jahre-Entwicklungsplan für Indien, einem 50-Jahre-Entwicklungsplan für den pazifischen Raum. Auf jeden Fall haben wir einfach, weil das richtig war, weil wenn man die Unterentwicklung der Welt anguckt und man ein halbwegs normaler Mensch ist, kommt man doch gar nicht umhin zu denken, dass diese Unterentwicklung irgendwann mal aufhören muss. Und der offensichtliche Weg ist, dass man Industrie, Landwirtschaft, Infrastruktur nach Afrika bringt, nach Lateinamerika bringt, nach Asien. Und deshalb haben wir einfach immer weiter gearbeitet an diesem Plan. Okay, dann 2013 hat Präsident Xi Jinping in Kasachstan gesagt, so, jetzt kommt die neue Seidenstraße auf die Tagesordnung und wir werden in der Tradition der antiken Seidenstraße, die ja auch vor 2000 Jahren ein Austausch war von Kultur, von Wirtschaft, von nicht nur Gütern wie Porzellan und Seide, sondern vor allen Dingen die Technologie, wie macht man Seide, wie produziert man Porzellan, Pulver, Buchdruck, sondern es hat eben auch damals zu einem Austausch von Kultur und Verständnis zwischen den Völkern geführt. Und Xi Jinping hat 2013 genau diesen Geist wachgerufen und hat gesagt, China wird jetzt die neue Seidenstraße auf die Tagesordnung setzen.
Und wir haben dann relativ bald diese ganzen Studien, die wir gemacht haben, zusammengefasst und haben sie veröffentlicht mit dem Titel Die neue Seidenstraße wird zur Weltlandbrücke. Und haben das veröffentlicht, erst in Englisch, dann hat China das sofort übersetzt auf Chinesisch, es wurde schnell auf Arabisch übersetzt und es wird, das ist die beste Nachricht, es wird innerhalb kürzester Zeit in Deutsch auch herauskommen, also was wirklich dringend nötig ist und passieren wird. Naja, wir haben das also dann in China vorgestellt, ich hatte viele Reisen in der Zwischenzeit, 96, 97, 98, 2000, 2001 nach China und hatte viele Reden darüber gemacht, vor allen Schlüsselinstitutionen. Und deshalb hat das also schon eine Tiefe, unsere Beziehung. Die Chinesen haben ganz klar gesagt, dass sie dieses Buch als das Standardwerk für alle Scholars, also für alle Wissenschaftler betrachten. Also das war schon 2015 so, als das chinesische Buch vorgestellt wurde. Naja, und inzwischen, 3,5 Jahre später, also wenn Sie sich heute die Welt angucken, und wie gesagt, das werden Sie aus der Bild-Zeitung, der FAZ oder sonstigen Berliner Zeitungen nur mit größter Mühe entnehmen, aber wenn Sie sich die Mühe machen und gucken im Internet zum Beispiel, es gibt jetzt doch eine ganze Reihe von Thinktanks, von Zeitschriften, die einfach nicht mehr drum herum kommen, dass die Dynamik, die dieses Konzept entwickelt hat, so die Welt dominiert, dass es nicht mehr zu verschweigen ist. Also gerade gestern oder vorgestern war Xi Jinping in einer Region an der Küste und hat dort einen Hafen besucht und hat dort gesagt, der riesengroße Erfolg, den die neue Seidenstraße inzwischen hat, zeigt, dass diese Initiative im Einklang ist mit den Interessen der Völker. Also China hat jetzt nicht nur das chinesische Modell angeboten an alle kooperierenden Staaten. Also das chinesische Wirtschaftsmodell ist ein Wirtschaftswunder. Die Chinesen haben in 30 Jahren eine Wirtschaftsentwicklung hingelegt, die die Industrienationen 150 bis 200 Jahre gebraucht haben. China hat 900 Millionen Menschen aus der Armut befreit. Sie haben jetzt eine Mittelklasse, also einen Mittelstand, also mittleres Einkommen mit großer Kaufkraft, gutem Lebensstandard. Und sie haben das Ziel, bis zum Jahr 2020 auch den letzten Rest von Armut zu beseitigen. Und das Gleiche im Übrigen als Intention für die Weltbevölkerung, dass China helfen will, die Armut auf der ganzen Welt zu überwinden, ich glaube bis 2025 oder so. Das heißt, China hat eine enorme wirtschaftliche Entwicklung gemacht. Es ist auch wirklich interessant, dass der Ökonom, der in China am meisten bekannt ist, Friedrich List ist, also der deutsche Vater der Zollunion und Erfinder des protektionistischen Systems. Und naja, China hat jetzt gesagt, so, wenn wir die alte Seidenstraße neu beleben, können alle Staaten, die damit kooperieren, also Infrastruktur bauen und Industrieparks, Bewässerung, Raumfahrtkooperation, Kooperation im hochwissenschaftlichen Bereich, die können auf der Basis einer Win-Win-Kooperation mit uns kooperieren. Und das ist also zwar auch im Interesse Chinas, aber es ist genauso im Interesse der partizipierenden Völker. Inzwischen ist es wahnsinnig. Es gibt also 6 große Infrastrukturkorridore, an denen China baut. Ein Korridor Europa-China, ein anderer entlang China-Zentral-Westasien, einer China-Indien-Myanmar-Bangladesch, einer China-Pakistan. Und alle diese Korridore sind riesige Investitionen. Also zum Beispiel China hat alleine für den Korridor in Pakistan 46 Milliarden
Äquivalent von Dollar investiert. Sie investieren quasi also einige hundert Millionen alleine 2016. Bei diesem Besuch hat Xi Jinping gestern gesagt, dass sie inzwischen 130 Transportabkommen haben, 356 internationale Transportstrecken, 4200 Direktflugverbindungen mit 43 Staaten. Also das muss man sich mal vorstellen, 4200 Direktverbindungen, das ist wirklich nicht wenig. 39 Frachtzuglinien, die regelmäßig verkehren von China nach Europa. Und naja, das ist also eine Maschine, die ist, da ist eine Entwicklungsperspektive in Gang gekommen, die einfach nicht mehr zu stoppen ist. Das ist das größte Infrastrukturprogramm in der Geschichte der Menschheit. Es ist schon jetzt 12-mal so groß wie der Marshallplan und es ist vor allen Dingen open-ended. Also am Anfang, als China die neue Seidenstraße Belt and Road Initiative bekannt gemacht hat, haben die selber noch relativ begrenzt über die Strecke von China nach Westasien gesprochen. Inzwischen ist es vollkommen klar, dass es die gesamte Welt betrifft. Zum Beispiel ist gerade die chinesische Railway Ruyuan Engineering Group, das ist also die größte Eisenbahnbaugesellschaft von China, die ist gerade in Peru und Brasilien und diskutiert dort den Bau einer transkontinentalen Eisenbahn von Brasilien nach Peru und eine Strecke von Brasilien, Bolivien, Peru. Damit macht China etwas, was die Kolonialmächte nie geschafft haben. China hat jetzt nicht nur diese eurasischen Netzwerke, sondern sie haben eine Eisenbahnlinie gebaut von Addis Abeba nach Djibouti, 750 Kilometer lang. Sie sind jetzt dabei, eine neue Eisenbahn zu bauen von Ruanda, Uganda bis nach Kongo, eine Richtung nach Tansania. Und damit entsteht zum ersten Mal für Afrika und für Lateinamerika ein kontinentales Infrastrukturnetzwerk, was die absolute Voraussetzung ist für die Industrialisierung und damit die Überwindung der Armut und damit natürlich auch Überwindung der Flüchtlingskrise, weil nur so kann man einen Anreiz schaffen, dass die Menschen nicht weglaufen vor Hunger, Krieg und Terrorismus. Und das ist eben eine vollkommen andere Perspektive. China hat auch mit dazu beigetragen, einige neue Finanzinstitutionen zu bauen, zu schaffen, die AIIB, die Asian Infrastructure Investment Bank. Das sind also inzwischen, glaube ich, 70 oder so Gründungsmitglieder. Inzwischen gibt es 100 teilnehmende Nationen. Und das, obwohl die USA unter Obama massivsten Druck gemacht haben, das nicht zu tun. Es gibt die New Development Bank, das ist die Bank der BRICS-Staaten, aber auch New Silk Road Fund, Maritime Silk Road Fund, eine Bank der SAARC-Staaten, eine Bank der SCO, Shanghai Cooperation Organization Bank. Und alle diese Banken sind explizit mit dem Ziel gegründet worden, nicht mehr Hochrisikospekulationen zu machen, sondern ausschließlich in Infrastruktur und Realwirtschaft zu investieren, um damit den enormen Mangel, der in den letzten Jahrzehnten an Infrastrukturinvestitionen bestanden hat, mit Weltbank und IWF zu beheben. Und das ist natürlich fantastisch, weil damit jetzt zum ersten Mal die Entwicklungsländer die Chance haben, ihre Unterentwicklung zu überwinden. Und ich kann Ihnen versichern, ich habe also in den letzten Monaten wiederholt mit Menschen aus Afrika gesprochen und der Geist in Afrika hat sich vollkommen geändert. Also zum ersten Mal sind Politiker und Ökonomen aus Afrika absolut optimistisch, dass jetzt zum ersten Mal die Chance ist, die Unterentwicklung zu überwinden. Weil es ist nicht nur China, sondern auch Indien, Japan investieren massiv in Afrika. Und die sagen jetzt, wenn die Europäer bei ihrer Politik bleiben, dann werden sie historisch vollkommen an den Rand gedrängt und bedeutungslos. Und genau das wird eintreten, wenn es uns nicht gelingt, Europa zu seiner Vernunft zu bringen und zu sagen, dass wir uns natürlich
beteiligen sollen. Weil bisher ist die Politik der EU in dieser Frage absolut abscheulich. Weil, also ich meine, gestern hat der Premierminister von Italien, Gentiloni, war in Washington, hat sich mit Trump getroffen und hat dort gesagt, dass in den letzten 3 Jahren die italienischen Küstenwachen 500.000 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet haben. Also das muss man sich mal vorstellen, 500.000 Menschen, das ist so wie Hannover oder so, also, oder ich weiß nicht, oder jedenfalls eine größere Stadt. Und natürlich sind viele Tausende ertrunken und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich auch riesengroß. Und alles, was die EU zu tun wusste und Frau Merkel, ist nach Türkei, Ägypten, Tunesien zu fahren, um zu versuchen, dort Auffanglager zu installieren, damit die Menschen da in Lager kommen, ohne Garantie für Menschenrechte, ohne Libyen. Was soll in Libyen, wo nicht mal eine Regierung existiert, was soll da die Garantie für die Menschenrechte sein? Und im Grunde ist der Bankrott der EU in dieser Frage riesengroß. Und jetzt am Juli findet ja in Hamburg der G20-Gipfel statt, der von Deutschland ausgerichtet wird. Und angeblich soll dort Afrika ein Hauptthema sein. Aber das einzige Thema, was Sinn machen würde, ist, dass Deutschland sagen würde, zusammen mit Italien, Frankreich, reichen wir den Chinesen, den Russen, den Japanern, den Indern die Hand und entwickeln Afrika zusammen. Und wir machen auch die Kriegsschuld, dass wir diese Kriege im Nahen Osten zwar nicht selber initiiert haben, aber wir haben tatenlos zugesehen. Wir haben nicht den Mund aufgemacht, obwohl inzwischen die Chilcot-Kommission in Großbritannien längst, sogar die, muss man sagen, etabliert haben, dass Tony Blair ein Kriegsverbrecher ist. Es gibt jetzt eine Gruppe von Personen und Institutionen in Großbritannien, die Blair wegen Kriegsverbrechen anzeigen wollen. Und was passiert? Der Generalstaatsanwalt von Großbritannien interveniert und sagt, nein, es gibt zwar ein internationales Gesetz gegen Angriffskriege, was die verbietet, aber in England gibt es kein Gesetz, was aggressive Angriffskriege illegal macht. Also darf der Blair auch nicht angezeigt werden. Also es ist wirklich unglaublich. Und im Grunde ist es so, dass jetzt eigentlich der Punkt gekommen ist, wo wir das, was da passiert ist, seit dem Irakkrieg, ein Krieg, der auf Lügen aufgebaut war, Afghanistan auf Lügen, Libyen, Mord an Gaddafi auf Lügen, ein Krieg gegen Assad, der absolut manipuliert war durch Bush, durch Obama, dass jetzt wirklich die Gelegenheit wäre, den Nahen Osten wieder aufzubauen, zusammen mit allen großen Nachbarn, mit Russland, mit China, mit Indien, mit dem Iran, mit Ägypten und dass Deutschland, Italien, Frankreich sich daran beteiligen. Das ist die einzige Weise, wie wir den Terrorismus langfristig eliminieren können, wie wir langfristig dafür sorgen können, dass es eine menschliche Lösung gibt für die Flüchtlingskrise. Und das ist die Politik, in die Richtung müssen wir Deutschland bringen, das zu verändern. Also es gibt jetzt viele Leute, die sagen, na, China hat im Grunde nur die Intention, den angloamerikanischen Imperialismus durch den chinesischen Imperialismus zu ersetzen. Oder es sind nur geopolitische Interessen. Und ich kann Ihnen versichern, und ich möchte Sie wirklich bitten, dass Sie sich damit intensiv beschäftigen und der Wahrheit auf den Grund kommen. Ich will nicht, dass Sie mir das glauben, sondern ich will, dass Sie die Wahrheit finden. Das ist nämlich ein ganz kostbares Gut, das leider heute fast nicht mehr geschätzt wird. Alles ist Fake News, alles ist Propaganda. Und im Grunde ist es eigentlich die Aufgabe von jedem Einzelnen, in sich selbst die Instrumente und die intellektuelle Fähigkeit zu entwickeln, selber unterscheiden zu können, was die Wahrheit ist, beziehungsweise sich die Wahrheit zu erarbeiten.
dass die Verbreitung von Fake News keine neue Sache ist. Deshalb habe ich hier dieses Büchlein mitgebracht. Das geht über das Orakel von Delphi. Das war nämlich die Manipulation der Priesterschaft der damaligen Politik. Ist also immer schon ein Mittel gewesen, wie man Bevölkerung manipuliert. Im britischen Empire hieß es schwarze Propaganda, bei Goebbels hieß es halt Goebbels-Methoden. Die Briten haben nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, we have to out-Goebbel Goebbels, also wir müssen studieren, wie der Goebbels das gemacht hat und müssen das perfektionieren. Und deshalb ist diese Fake News, das ist alles in der Tradition von Empire und Manipulation der Bevölkerung. Und die Notwendigkeit, dass man selber die Wahrheit findet, das ist also absolut möglich. Es erfordert allerdings, dass man wirklich sich mit den Klassikern beschäftigt. Also ich habe gerade in New York zwei Reden gehalten und die zweite davon ging also um die Parallelen von Schiller, Friedrich Schiller und Konfuzius. Und also als ich mich damit beschäftigt habe, war ich selbst also wirklich bass erstaunt, wie absolut gleich die Ideen sind von Schiller, Nikolaus von Kues, Konfuzius. Und das Gute ist eben, dass in China seitdem Xi Jinping da ist, aber auch schon vorher, aber mit ihm besonders, eine riesengroße Kampagne ist zur Renaissance von Konfuzius. Also Konfuzius wird auf allen Ebenen gelehrt, in Schulen, in Universitäten. Es gibt jetzt ein, das nur als ein Unterschied, es gibt jetzt einen Wettbewerb bei der Rezitation von klassischen Gedichten in China, wo mehrere Millionen Menschen dran teilnehmen. Und zwar sowohl klassische Poesie als auch neu gemachte Gedichte, die in der klassischen Form geschrieben werden. Das müssen Sie sich mal vorstellen, Kinder, einfache Arbeiter aus Landgebieten nehmen teil an diesen Rezitations. Einfach, weil sie inspiriert sind von der konfuzianischen Idee der unbegrenzten Selbstvervollkommnung, des lebenslangen Lernens, dass jeder Mensch das Ziel haben soll, ein sogenannter Schunze, Tünze, ich werde es nie lernen, aber du kannst es auch, also ein Weiser zu werden, der eben als Ideal hat, seine Emotionen so zu vervollkommnen, dass er blindlings ihnen glauben kann, ihnen folgen kann. Das ist dieselbe Idee der schönen Seele bei Schiller, der eben sagt, dass Vernunft und Leidenschaft, Freiheit und Notwendigkeit in eins fallen müssen und dass der Mensch dann wirklich blindlings den Gefühlen vertrauen kann, weil sie ihn immer richtig leiten. Und also der Konfuzius hatte auch die Idee, dass für diese Selbstvervollkommnung die Beschäftigung der schönen Künste und der Wissenschaft nötig ist, vor allen Dingen des Studiums der Poesie, was der Schiller auch genauso gesagt hat, er sagt, in dieser zerrissenen Welt ist es die Poesie fast alleine, die den harmonischen Menschen in uns wiederherstellt. Der Konfuzius sagt, nur wenn der Mensch, der individuelle Mensch sich veredelt, kann die Familie in Harmonie leben, nur wenn die Familie in Harmonie lebt, kann der Staat prosperieren, nur wenn der Staat prosperiert, kann es zwischen den Völkern oder im ganzen Imperium Harmonie geben. Und Schiller sagt dasselbe. Er sagt in dem vierten Brief der ästhetischen Briefe, jeder individuelle Mensch, kann man sagen, trägt der Anlage und Bestimmung nach einen rein idealischen Menschen in sich, mit dessen unveräußerlicher Einheit in all seinen Abwechslungen übereinzustimmen, die große Aufgabe seines Daseins ist. Dieser reine Mensch, der sich mehr oder minder deutlich in jedem Subjekt zu erkennen gibt, wird repräsentiert durch den Staat. Und dann sagt er weiter, diese Übereinstimmung soll nicht dadurch zustande kommen, dass der Staat die Individuen unterdrückt, sondern dadurch, dass das Individuum Staat wird
dass der Mensch in der Zeit zum Menschen in der Idee sich veredelt. Also beide haben dieselbe Idee, dass die Verbesserung in der Politik nur passieren kann durch die Veredelung des Individuums und dass es eben ganz klare Methoden gibt, wie diese Veredelung geschehen kann. Und natürlich sagen sowohl Konfuzius wie zum Beispiel auch Nikolaus von Kues, dass der Weise die Zukunft wissen kann. Zwar sagt Konfuzius, dass es Anzeichen gibt, ob ein Imperium oder ein Staat untergeht, dann sind die Anzeichen schlecht, oder es geht voran, der Staat oder das Imperium entwickelt sich und dann sind die Vorzeichen gut und man kann das vorhersagen, wo das hingeht. Das ist absolut richtig. Der Nikolaus von Kues sagt, dass wenn das Individuum, das gesamte Universum, die Evolution quasi in sich rekapituliert, dass der Mensch dann ein Vorwissen hat, was der notwendige nächste Schritt ist. Und das stimmt auch. Nikolaus sagt, dass wenn man dieses Vorwissen nicht hat, dann weiß man nicht mal, ob man die richtige Frage stellt und man weiß nicht, ob das, was man gefunden hat, auch das Gesuchte ist. Und beide, also Konfuzius, Schiller, haben auch die Idee, dass die absolute Voraussetzung für alle diese Dinge ist die Liebe zur Menschheit, Menschenliebe. Und er sagt, ein Staat, der das nicht seinen Bürgern beibringt, ist zum Untergang verdammt. Ein Staat, der seine Krieger unwissend in den Krieg schickt, wird untergehen. Die Entwicklung der Menschenliebe ist die allerwichtigste Voraussetzung. Und das war natürlich das, was Schiller genauso gesagt hat, der Schiller eben der Meinung war, der Mensch wird durch das, was er liebt, reicher und ärmer um das, was er hasst. Menschenliebe ist die größte Kraft dieses physischen Universums. Also es gibt so viele Parallelen. Der einzige Unterschied ist, dass China dabei ist, diese konfuzianischen Lehren in der gesamten Bevölkerung zu verbreiten, während der Westen zwar von Werten des Westens redet, aber wo sind diese Werte? Also ich kann mich nur dem russischen Außenminister Lavrov anschließen, der auf der Jahreskonferenz am Jahresende gesagt hat, die Werte, die der Westen mit Schwert und Feuer überall auf der ganzen Welt verbreiten will, das sind ja gar nicht die Werte, die uns über Generationen und Generationen überhändigt worden sind, sondern das sind ja ganz andere Werte. Er nennt die postchristlichen Werte, die Werte, wo alles erlaubt ist und die größte sexuelle Freiheit und der Diversifikation, wo nichts mehr tabu ist. Das sind die angeblichen Werte, die mit der Demokratie einhergehen sollen. Und das wird abgelehnt von China. Deshalb sind sie gegen diese Idee der Demokratie und das ist absolut gut. Das ist absolut gut. Ich bin der Meinung, dass Leibniz recht hatte, der nämlich damals schon sagte, als er sich mit den Berichten der Jesuiten, die über China damals berichteten, beschäftigt hat und wo er sagt, es ist so eine glückliche Fügung, dass die entwickelsten Kulturen an beiden Enden Europas, Eurasiens, existieren und die müssen sich die Hände reichen und die Regionen in dazwischen aus der Unterentwicklung befreien. Und er sagte, ja, aber die Chinesen sind moralisch uns überlegen, deshalb sollten wir chinesische Missionare hierher bringen, damit sie uns praktisch die Moral beibringen. Und ich bin also wirklich geneigt, wir sollten, wenn wir Infrastruktur in Deutschland bauen wollen, brauchen wir dringend ein paar Chinesen, die machen das nämlich effizient und schnell. Und auch in der Moral können wir uns eine ganze Menge da eben abschneiden, weil das Problem ist, dass wir uns von unserer großen Tradition abgewandt haben, der italienischen Renaissance, der deutschen Klassik, der andalusischen Renaissance. Und wir haben stattdessen diese postchristlichen, postfaktischen, postdemokratischen sogenannten Werte übernommen. Und das ist eigentlich auch der wirkliche tiefere Grund, warum die sich so schwer tun, einfach zu sagen, wir machen mit bei der Win-Win-Kooperation. Es ist ein ganz tiefer
Paradigma-Unterschied. Und wir müssen einfach nur Europa wieder auf den Weg bringen, dass wir uns mit unserer eigenen klassischen Tradition identifizieren und die lebendig machen. Und dann gibt es also überhaupt gar kein Problem. Also ich denke mal, für Deutschland ist die Büso absolut entscheidend, weil Frau Merkel fährt lieber nach Großbritannien als nach Beijing. Ja, es werden also jetzt bei dem kommenden Gipfel im Mai, das wird also ein historischer Gipfel sein, Belt and Road Forum, da haben schon 28 Staatschefs zugesagt, 150 internationale Organisationen, 1200 Delegationen von Institutionen weltweit. Und Xi Jinping hat gesagt, es wird ein historischer Gipfel. Putin wird hinfahren, andere hochrangige, also zum Beispiel der Ministerpräsident, der Präsident von Italien, Schweiz. Die Schweiz ist auf einem absoluten Seidenstraßen-Offensive. Das ganze Land spricht nur von der Seidenstraße. Die wollen die Schweiz zum Hub machen, Drehkreuz für die Seidenstraße. Das gleiche Serbien. Der Präsident von Serbien hat gesagt, die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel China eine Eisenbahn baut von Belgrad nach Budapest, was von der EU attackiert wird, das muss man sich mal vorstellen. Die Serben sagen, uns hat die EU nie irgendetwas in der Hinsicht angeboten und wir freuen uns, dass jetzt China uns hilft, diese notwendige Bahnverbindung, die die Reisezeit verkürzen wird von 8 Stunden auf 3 Stunden. Der serbische Präsident hat gesagt, daran sieht man die Größe Chinas und dass sie das wirklich aus uneigennützigen Motiven tun. Und Serbien ist voll an Bord, Griechenland ist an Bord, Ungarn ist an Bord, Belarus will auch ein Drehkreuz werden. Das heißt, Deutschland wird sehr bald von lauter Seidenstraßen, Drehkreuzen umrandet sein. Und wenn wir hier die Politik nicht verändern, dann werden wir wirklich den Zug verpassen. Aber ich denke mal, die Dynamik dieser Entwicklung wird sich im Jahre 2017 absolut auf die Tagesordnung setzen. Wie gesagt, wir haben ja die gleiche Kampagne, dass die USA auch kooperieren sollen. Und das ist nicht unmöglich, weil Trump hat im Wahlkampf versprochen, Infrastruktur zu bauen von 1 Billion. Die amerikanische Gesellschaft für Ingenieurswesen hatte kürzlich eine Konferenz, wo wir auch Redner waren, gesagt, nein, die brauchen Infrastrukturinvestitionen von 4,5 Billionen. Und ich bin jetzt gerade mit dem Auto gefahren von Washington nach New York und zurück. Also die Schlaglöcher sind so dramatisch und die Straßen in so einem schlechten Zustand, da war die DDR am Ende Gold dagegen. Also wenn Sie sich erinnern, die bum, 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 diese Rattergeräusche der maroden Autobahn, das ist fast überall in Amerika so. Und kürzlich war eine Konferenz in Hongkong, wo chinesische Experten gesagt haben, das wirkliche Infrastrukturnotwendigkeit ist 8 Billionen. Naja, und wenn Sie sich jetzt anschauen, woher soll Trump dieses Geld kriegen? Er hat also gesprochen mit Developers, also mit Bauherren, die kennt er aus seiner Vergangenheit sehr gut. Naja, die haben natürlich gesagt, wir wollen jetzt auf den Equity-Markt, die wollen also 11-12% Profit haben sofort. Die wollen ihr gesamtes Kapital innerhalb von 10 Jahren ersetzt haben. Und so wird es natürlich nicht gehen, weil Infrastruktur ist etwas Langfristiges. Und vor allen Dingen die Idee, dass man Infrastruktur privatisiert, ist eine vollkommen falsche Idee. Also, dass man zum Beispiel alle 5 Kilometer eine Mautstelle errichtet und dass die Infrastruktur sich quasi direkt finanziert. Das ist absolut nicht die Funktion von Infrastruktur. Infrastruktur ist in der funktionierenden Wirtschaft die absolute Voraussetzung für die Entwicklung von Industrie, Landwirtschaft, Handel, Transport von Personen
Und dadurch, dass die Infrastruktur die Voraussetzung schafft für die Gesamtwirtschaft, ist der Profit oder der Gewinn das, was der Anstieg in der Produktivität der gesamten Nationalökonomie ist und nicht die direkte Maut. Und dafür braucht der Trump die Chinesen, weil die Chinesen haben die zweitgrößte Reserve an Dollar, an Treasury Bonds und haben schon mehrfach angeboten, dass sie bereit sind, diese Treasury Bonds quasi positiv loszuwerden, indem sie sie in die Infrastruktur in den USA investieren. Und wir machen in Amerika eine Kampagne, dass eben jetzt, nachdem Glass-Steagall, darüber werde ich jetzt nicht reden, das wird der Harley tun, dass man zurückkehrt zu der Idee von National Banking. Und der Trump hat ja versprochen, das amerikanische System wieder einzuführen. Und dass die Chinesen dann ihre Treasury Bonds investieren in eine solche Nationalbank und das im Grunde dann mit ein Großteil der Finanzierung dieser Infrastruktur wird. Und das ist absolut auf der Tagesordnung. Und ich wage die Prognose, wenn das in die Richtung geht, und wir sind voll damit beschäftigt, den Kongress, die Landtage zu mobilisieren, dass dann natürlich irgendwann auch hier der Wind shiftet. Weil diese Idee, dass die Frau Merkel die alleinige Verteidigerin der westlichen Werte ist, ist nicht nur lächerlich, sondern es wird auch verpuffen wie die berühmte Schneeflocke in der Hölle. Es ist also eine nicht nachhaltige Idee. Naja, also jedenfalls ist das unser Plan. Es ist unser Plan, dass wir noch in diesem Jahr das Momentum, was aus dieser Gesamtentwicklung kommt, nach Deutschland reintragen, vor allen Dingen auch die Frage der Lösung der Flüchtlingskrise. Das heißt, dass nur wenn wir uns beteiligen, und das wäre doch eigentlich das, was Deutschland prädestiniert wäre, dass wir unseren Mittelstand, unsere produktive Industrie einbringen in die Entwicklung von Afrika, in die Entwicklung von Südwestasien, und damit im Grunde die Welt in Ordnung bringen. Es wäre im Augenblick ganz leicht, die Welt in Ordnung zu bringen. Und das ist im Grunde das, was wir wirklich erreichen müssen. Also meine Prognose ist, der Gipfel im Mai in Beijing wird ein absoluter Paukenschlag. Die Neuigkeiten über diese Entwicklung werden nicht mehr unter dem Deckel zu halten sein. Und es muss uns gelingen, dass wir die Schichten der Bevölkerung, den Mittelstand, die Gewerkschaften, die Sozialverbände, einfach alle Leute, die ein Interesse haben, dass diese Kriegspolitik aufhört, dass wir die Sanktionen gegen Russland stoppen, dass wir zusammen mit Russland und China, die im Übrigen in einer ganz engen strategischen Allianz sich befinden und die dabei sind, die Eurasische Wirtschaftsunion mit der neuen Seidenstraße engstens zu verzahnen und zu integrieren. Und das muss im Grunde dazu führen, dass wir Deutschland in diese Dynamik reinbringen. Im Übrigen ist ja Brexit auf der Tagesordnung. In zwei Tagen oder morgen ist die Wahl in Frankreich. Je nachdem, was dabei herauskommt, also die große Story jetzt ist, dass eben, also die deutsche Regierung unterstützt mal wieder diesen synthetischen Macron. Diesen Macron gibt es gar nicht, das ist also eine Internet-Erfindung, der also keinerlei Programm hat, der hat keine Persönlichkeit, ist halt einfach so ein Kunstprodukt, was Europa retten soll. Ne? Und die große Horrorvorstellung ist jetzt, dass zwei Kandidaten in die zweite Runde kommen, Mélenchon von der Linken und Le Pen von der Rechten. Beide sind explizit für den Austritt aus dem Euro und dass dann das Ende der EU gekommen ist, wenn diese beiden Kandidaten übrig bleiben. Das werden wir sehen. Unser eigener Kandidat, Jacques Cheminard, kann ich nur sagen, der jetzt zweimal, also er war einer der 11 offiziellen Kandidaten, er war jetzt zum zweiten Mal in einer nationalen Fernsehsendung mit allen Kandidaten.
Er hat wirklich eine fantastische Kampagne gemacht. Wir haben im ganzen Land viele, viele Gruppierungen, die also absolut entschlossen sind, dass sie auch über den Wahlkampf hinaus mit Solidarité et Progrès weiter Kampagne machen. Und er wird natürlich nicht gewinnen. Man kann 40 Jahre Eindämmung nicht in wenigen Monaten überwinden, aber er wird als absolut gestärkte Kraft in Frankreich in ab sofort eine ganz wichtige Rolle spielen. Er war gerade eingeladen von Präsident Aoun in Lebanon. Er hat also höchstes Ansehen in vielen Staaten und das wird ein ganz wichtiger Faktor sein, auch für die Zukunft von Deutschland, weil ohne engste Beziehungen mit Frankreich hat Deutschland noch nie funktioniert. Italien können wir auch Wahlen kriegen dieses Jahr, wo der Konflikt zwischen Italien und der EU so ist, dass also eine Chance ist, dass Anti-Euro-Parteien die Mehrheit gewinnen, absolut gegeben ist. Aber der Weg ist natürlich auch, Italien will, und das hat Gentiloni jetzt bei seinem Besuch mit Trump gesagt, Italien will einen neuen westfälischen Frieden für den gesamten Mittelmeerraum. Das heißt einschließlich Nahost. Und natürlich ist Italien auch interessiert an der neuen Seidenstraße, weil Griechenland und Italien sind natürlich die beiden Staaten, wo die Flüchtlingswellen erstmal ankommen. Und die sind vollkommen überfordert und haben ein absolutes Interesse, dass da wirklich eine Entwicklungsperspektive an die Stelle kommt. Also ich denke mal, wir sind in so einer dramatischen Veränderung und ich will die Gefahr, die in der Welt existiert, überhaupt nicht runterspielen, weil die ist noch ganz real. Aber auf der anderen Seite, wir haben noch nie in der ganzen letzten Existenz der Bundesrepublik so eine Chance gehabt, in eine vollkommen neue Epoche zu gehen. Wir könnten im Grunde Teil werden eines neuen Paradigmawandels, was, also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, die Geopolitik, die Idee, dass es ein berechtigtes Interesse gibt von einem Staat oder einer Gruppe von Staaten, die das mit Kriegsmitteln gegen eine andere Gruppe von Staaten verteidigt, das ist so wie vierjährige kleine Jungs, die also einem gegen das Schienbein treten und keine Vernunft haben. Aber das ist doch nicht die Identität der Menschheit. Wir müssen uns doch nicht wie kleine Kinder verhalten und immer wieder mit Krieg überziehen und immer wieder die Entwicklung zurückstoßen, sondern wir können doch als die einzige Gattung im Universum, die bisher bekannt ist, die mit Vernunft ausgestattet ist, die mit einer unendlichen Vervollkommnungsfähigkeit der kreativen Vernunft, die immer wieder neue Gesetze des Universums entdecken kann, neue Gesetze über den Raum, die Besiedlung des Mondes, der interplanetarische Reise, ist schon NASA, chinesische Raumfahrtprogramm. Wir gehen in diese Richtung und wir müssen einfach die Zukunft zum Bezugspunkt nehmen. Wie wollen wir, dass die Menschheit in 10.000 Jahren aussieht? Sie müssen sich mal den Entwicklungssprung vorstellen von 10.000 oder vor 20.000 Jahren beim Ende der letzten Steinzeit. Da waren die Menschen ein paar Millionen, sie waren noch Jäger und Sammler, sie konnten nur so viel tun, wie gerade die Natur automatisch ihnen zur Verfügung gestellt hat. Und wenn der Mensch nicht diese einzigartige Fähigkeit hätte, immer wieder neue Erfindungen zu machen, wenn diese Erfindungen adäquat sind, das heißt, wenn sie zum Anstieg des relativ potenziellen Bevölkerungspotenzials beitragen, also mehr Energieflussdichte, bessere Kenntnisse der Naturgesetze, ein Anstieg in der Produktivität, der durch diesen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt ausgelöst wird, dann wären wir heute nicht hier. Gehen Sie mal bewusst durch Berlin und gucken Sie, was das für ein enorm differenziertes Gebilde ist. Gesundheitswesen, Verkehrswesen gerade nicht, jedenfalls nicht in Berlin. Aber wenn Sie mal überlegen, wie differenziert die Gesellschaft inzwischen geworden ist
Und das, obwohl wir noch nur embryonal überhaupt unsere Fähigkeiten entwickelt haben, dann ist doch die Vorstellung, dass wir verschiedene Phasen der Raumfahrt entwickeln. Und zum Beispiel, wir hatten gerade eine Konferenz in München über die, über den 150-jährigen Geburtstag von 100-jährigen Geburtstag von Kraft Erika, der schon in den 60er Jahren absolut weitblickende Ideen entwickelt hat über die Besiedlung des Mondes, die Industrialisierung des Mondes als erste Phase der bemannten Raumfahrt. Dann, wenn der Mond eben kolonialisiert ist, dann kann im Grunde der Mond die Startposition werden für die Reisen zwischen den Planeten. Wenn wir die Kernfusion haben, können wir auch die Antriebsquellen so verbessern, dass die Zeit verkürzt wird, sodass also langfristiger Raumfahrt denkbar wird. Das heißt, wir sind eigentlich wirklich, wie gesagt, die Chinesen werden genau das machen. Die werden nächstes Jahr auf die ferne Seite des Mondes fliegen, die werden mit der Idee, dort Helium-3 abzubauen für eine künftige Kernfusionsökonomie auf der Welt. Wenn wir Kernfusion haben, haben wir Energiesicherheit, wir haben Rohstoffsicherheit, wir können alle Elemente des periodischen Systems von Mendeleev zurückverwandeln, also wir können sie aus dem Müll zurückgewinnen, neu zusammensetzen, neue Rohstoffe bauen. Das ist alles schon sichtbar. Und ich denke mal, wenn wir uns jetzt wirklich auf den Standpunkt setzen, was Xi Jinping immer sagt, dass wir eine Gemeinschaft sind für eine gemeinsame Zukunft der Menschheit, dass wir die eine Menschheit voranstellen und danach erst alle nationalen Interessen, die berechtigt sind und sein müssen, dass wir aber nie mehr einen Zustand haben, wo das Interesse von einem Staat dominiert alle anderen. Dass die Idee einer unipolaren Welt wirklich obsolet ist und vor allen Dingen Kriege zu machen, um diese unipolare Welt aufrechtzuerhalten, das muss ersetzt werden durch ein vollkommen neues System von Beziehungen zwischen Nationen, wo man das Beste des anderen respektiert und befördert. Und deshalb muss diese neue Seidenstraße eben einhergehen mit einem Dialog der Kulturen, wo man die beste Tradition, die schönsten Kunstwerke, die nobelsten Ideen mit denen der anderen Kultur in Verbindung bringt. Und dann wird man feststellen, es gibt auf dieser Welt zum Glück viele Nationen, zum Glück viele Kulturen. Die Welt wäre so viel ärmer, hätten wir nur eine einzige. Und wenn man sich den Zustand der Architektur in Amerika ansieht, dann kann man der Welt, weiß Gott, nicht wünschen, dass das eine unipolare Idee wird, weil die dermaßen hässlich ist, dass wir stattdessen wirklich neue Städte in Amerika bauen sollen, die nach dem Modell der idealen Stadt der Renaissance gebaut sind, wo man Wissenschaftszentren, internationale Forschungsstätten, wo Studenten an Zukunftsprojekten kooperieren, die können aber auch schön sein. Also ich bin wirklich dafür, dass die neuen Städte, die wir bauen, unbedingt schön sein müssen, weil die Schönheit hat einen ganz wichtigen Effekt auf die Seele des Menschen. Und wenn der Mensch sich mit Hässlichkeit umgibt, dann färbt das auf die Seele ab. Und Konfuzius hat gesagt, derjenige, der das Glück hat, mit guten Menschen zu leben, würde doch niemals diese Gesellschaft verlassen. Und genauso müssen wir unsere Zukunft menschlich organisieren und eine wirkliche humanistische Renaissance in Deutschland in Gang setzen. Also wir haben in Deutschland das Glück, dass wir ein reiches Volk sind. Und ich meine das jetzt nicht mit Terms, also vom Standpunkt der Fortune 500, sondern ich meine es vom Standpunkt, dass Deutschland so viele große Denker, Dichter, Erfinder, Künstler hervorgebracht hat. Wir sind eines der reichsten Völker. Das Problem ist, wir haben es vergessen. Es ist nicht lebendig. Es gibt zwar klassische Kultur, es gibt Musikfestivals noch und nöcher, aber die Eintrittskarten kosten so viel, dass sich das eine normal verdienende Familie nicht leisten kann. Also würden Sie 300 Euro bezahlen für ein Konzert mit Ihrer Familie? Also die meisten können das nicht.
Deshalb brauchen wir eine klassische Musik, die wieder in die Poren der Gesellschaft geht. Wir brauchen ein Erziehungssystem, wo jedes Kind klassische Belcanto-Methoden des Singens lernt, was Sie vorhin mit den zwei Chorälen gekostet haben, wo jedes Kind lernt Universalgeschichte, die besten Kulturen anderer Nationen, die Beherrschung der eigenen Hochsprache, die Dichtung. Also es gibt nach Wilhelm von Humboldt bestimmte Kategorien des Wissens, die besser geeignet sind als andere, um das Erziehungsziel des schönen Charakters zu erzeugen. Und das ist ein Erziehungsziel, das gibt es in China im Augenblick, aber es gibt es nicht mehr in Deutschland. Und es gibt keinen einzigen Grund, warum wir das nicht wieder beleben sollen, weil wir haben Nikolaus von Kues, Leibniz, Lessing, Schiller, Humboldt. Wir haben in der Wissenschaft die Leute, die im Grunde die Grundlagen der modernen Wissenschaft gelegt haben. Und das ist eigentlich etwas, was wir in diesem Wahlkampf auch lebendig machen wollen. Also wir sind entschlossen, zum Beispiel die klassische Musik zu einem ganz wichtigen Bestandteil unserer Büso-Wahlkampagne zu machen. Und ich bitte Sie alle, da mitzuhelfen. Also wir haben ja die Chance, unsere eigenen Top-Künstler, also wenn Sie wollen, wir können zum Beispiel die verschiedenen Liederzyklen als Teil der Bundestagskampagne in ganz Deutschland aufführen. Dichterliebe, Winterreise und verschiedene andere Schwanengesang, verschiedene schöne Müllerin. Mit der Diskussion, warum ist die klassische Musik notwendig? Das Gleiche, wir haben jetzt gerade in New York hatten wir ein wunderbares Konzert und chinesische, russische Sänger und Instrumentalisten, die klassische chinesische Musik gespielt haben, russische klassische Musik. Also wir wollen diese Völkerverständigung auf dem höchsten Niveau in den Wahlkampf reintragen. Und deshalb bitte ich Sie wirklich, dass Sie also sich aktivieren, weil das, was in Deutschland wirklich am meisten fehlt, sind aktive Staatsbürger, die so ungeblockt sind, die einfach sagen, das ist unser Land und wir überlassen es nicht den Dumpfbacken und wir überlassen es nicht den Technokraten. Es ist unser Land, das ist wunderschön und wir haben eine fantastische Tradition und die soll mithelfen, eine humane, menschliche Zukunft auf der ganzen Welt zu gestalten. Und deshalb bin ich also absolut optimistisch, was diesen Wahlkampf angeht, und lade Sie alle ein, werden Sie aktiv mit uns.